herzlich willkommen zu dem neuen Video. Ich hoffe, euer Tag war ganz nice. Nehmt euch einen nice Snack und dann gönnt euch dieses Video. Viel Spaß. Was passiert, wenn ein Emo, der die ganze Zeit die Haare im Gesicht hat, sich im Sommer dazu entscheidet, die Haare abzuschneiden? Genau das hier. Der Bre hat jetzt einfach nur halbe Bräune im Gesicht. Sein Gesicht sieht aus wie die Katar-Flagge. Ich sag euch ehrlich, hätte ich das gewusst, hätte ich einfach die Frisur von vorher gelassen. Auch wenn die schon goofy A aussieht. Original Darth Vader. Erstes Date. Ich mach mich 2 Stunden fertig und er kommt so. Mein Penis ist klein, aber stinkt wie ein großer. Ja, und wo ist jetzt das Problem? Ich würde ihn direkt heiraten, er ist immerhin ehrlich. Und wieso machst du dich überhaupt 2 Stunden fertig, um dann im McDonald's essen zu gehen? Das ist kein 5-Sterne-Restaurant. Jeder zweite im Mc's sieht original so aus. Woher bekomme ich dieses T-Shirt? Bitte schreibt es mir in die Kommentare, ich brauche es. Irgendwie erinnert sie mich gerade an was anderes. Heilige Scheiße, das ist einfach 1:1 das gleiche. Stellt euch mal vor, ihr datet sie und ihr wisst das halt nicht und denkt so, das sind ihre normalen Zähne. Ihr wacht am nächsten Morgen auf neben ihr und sie lächelt euch so an. Oh Mann, ich würde im Vollsprint wegrennen, ohne Witz. Was? Was habe ich gerade gesehen? Der Typ hält einfach ein Mädchen als seinen Hund. Das ist so eine kranke Scheiße. Und ich bin 100% der Meinung, dass dieser Clip in Duisburg entstanden ist. Wo auch sonst. Die Duisburger sind es immer. Die sind alle verrückt. Und wie soll ich mir das jetzt vorstellen, wenn der Bus kommt? Bezahlt sie dann auch für ein Ticket oder geht sie einfach als Haustier durch? Falls ja, dann mache ich das ab jetzt auch immer, um gratis Bus zu fahren. Einfach als Hund identifizieren und Geld sparen. So einfach geht's. Was war eigentlich ihre Mission? Sie wurde doch schon vorher komplett gefilmt. Ey, ihr Arschlöcher da drüben, ihr könnt uns gar nichts. Und jetzt hört auf, meine Freundin zu filmen. Period. Yo, Bro, chill mal. What? The fuck? Heilige Makrele, was ging denn da am Ende ab? Dem Typen im grünen Hoodie scheint es zu gefallen. Ich will echt nicht wissen, was er gerade so für Gedanken hatte. Ey, jetzt mal eine Frage, ne? Aber wo leben eigentlich Hamster, außer wenn sie in einen Laden für 15 Euro verkauft werden? Wo? Real Talk, ich habe mich das schon immer in meinem Leben gefragt. Diese Dinger werden einfach von uns behandelt wie Scheiße. Und das sind einfach 2 Döner. Dieses Lebewesen ist einfach nur 2 Döner wert. 2 Döner. Stellt euch mal vor, es gibt wirklich so etwas wie die Wiedergeburt. Also, dass wir nach dem Tod als Tiere wiedergeboren werden. Der eine wird als mächtiger Löwe wiedergeboren. Die andere wird als eleganter weißer Tiger wiedergeboren. Irgendjemand wird dann noch als Blauwal, das größte Tier der Welt, wiedergeboren. Und dann wirst du einfach als Hamster wiedergeboren und landest in irgendeinem Geschäft für 15 Euro und wirst von jemandem gekauft, der nach 2 Tagen keinen Bock mehr auf dich hat und dich entweder verhungern lässt oder die Toilette runterspült. Ich hoffe, ich werde als Hamster wiedergeboren und irgendeine 10 von 10 Lady kauft mich. Dann wäre ich genau so hier drauf. Und ich würde dann später am Abend in meinem Käfig noch mit meinen Jungs FaceTime machen. Aber doch kein Scheiß, Bruder, niemals. Du bist einfach reingegangen, straight, in die Mitte durch. Ja, Mann, na klar bin ich das. Erster Müllermilch, 50.000 Euro Gewinner. Ich muss dich enttäuschen, aber ich glaube, du hast die gefälschte Version aus der Türkei gekauft. Dein Gewinn sind nicht 50.000, sondern das hier. Viel Spaß mit dem Gewinn. Ich hoffe, du freust dich. Frau gegen Mikrowelle. Im Fußball, so wie es aussieht.
Also bis jetzt schlägt sich die Mikrowelle sehr gut, muss ich sagen. Sie ist auch mein persönlicher Favorit. Oha! Ich habe das Gefühl, beim nächsten Schuss explodiert die Mikrowelle. Was? Die Mikrowelle hat tatsächlich gewonnen. Und damit haben wir auch nun den ultimativen Beweis. Mikrowellen sind besser als Frauen im Fußball. An alle Feministen, bitte hasst mich jetzt nicht, okay? Ich kann auch nichts dafür, dass Mikrowellen besser sind als ihr. Sorry. Ey, kleiner Talk hier mal zwischendurch. Kleiner Real Talk. Ich ziehe jetzt echt seit paar Monaten mit Gym, guter Ernährung und so weiter gut durch. Und ich kann es jeden von euch hier empfehlen. Schnappt euch einen Freund und geht zusammen zum Sport. Die Chance, dass ihr es durchzieht, wenn ihr zu zweit seid, ist deutlich höher, als wenn ihr es alleine macht. Weil da findet man dann immer ziemlich schnell Ausreden, damit man nicht zum Sport gehen muss. Also Freunde, geht zum Sport, ernährt euch gesund und lasst die gottverdammten Finger von Drogen und all dem Scheiß, okay? Macht was aus euch und tut euch selbst und eurem Verstand etwas Gutes. Und mit etwas Glück seht ihr nach paar Monaten Muckibude genau so hier aus. Was geht bei seinen Armen ab? Holy shit. Digga, der sieht so gut aus. Warum? Was für der sieht gut aus? Er sieht original aus wie ein Roblox-Charakter. What going on in my school? Schule in Duisburg. 100%. Ich sehe es sofort. Sternzeichen Duisburg. Krasser Move. Sollte das der Michael Jackson Moonwalk sein oder was? Michael Jackson wäre stolz auf dich. Oh, this is in Fortnite. Oh. Ich kann das alles nicht mehr. Was habe ich mir hier gerade angeschaut? Warum habe ich es mir angeschaut? Warum? 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 Puh, das Video war mal wieder ein komplettes Laubfeuer an verbrannten Gehirnzellen. Aber zum Schluss, lasst uns noch einmal gemeinsam runterkommen und entspannen. Gönnt euch einfach dieses beruhigende ASMR. Geile Frisur. So. Eine Piraten, eine Piratenpizza. Ja, eine Diablo. Piratenpizza einfach. Wer kennt sie nicht? Die gute alte Piratenpizza. Eine Piratenpizza. Hm. Jungs und Mädels und Hunde und Hamster natürlich auch, es war mir mal wieder ein Fest mit euch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video einen Like da und abonniert den Kanal. Jeder neue Abonnent bekommt von mir einen Kuss auf den Arsch. Aber pscht, sagt das nicht jedem weiter, okay? Pscht, das bleibt unser Geheimnis.